Und wir sehen, warum ich Ausdauer wollte. Ach. Da und da waren auch nochmal zwei Crocs. Ja gut, die Crocs, die ich jetzt alle einsammle, das sind halt solche, die ich jetzt kenne oder auswendig kenne, weil ich die zuletzt eingesammelt habe. Als Info, ich stehe halt momentan irgendwie, beziehungsweise ich war hier unten in der Gegend und hier unten habe ich gerade auf der Karte alle markiert. Die soll halt auswendig kennen. Sag mir, dass das funktionierte, wenn ich den einfach. Nein, nein. Oh, Link, du Penner. Wenn du jetzt hier nicht mehr hochkommst, bring ich dich um. Ich sag's dir, Junge. Und ja, man sieht, warum ich Ausdauer wollte, eben damit ich beim Klettern und sowas jetzt springen kann. In Ruhe. Ach komm, der war doch fast drauf. So. Krocksamen. Je mehr ich jetzt zu Anfang eben einsammle, desto besser ist es später. Und ich kenne halt eine ganze Menge momentan. Fast auswendig. Ja, Camps ignoriere ich, weil da sind schon schwarze Bockblins. Ich sollte hier noch gar nicht sein. Aber der Schrein lacht einen halt zu Anfang direkt an. Boah. Ich überlege gerade, was für einer war das? War das ein Kampfschrein oder war es keiner? Wenn es einer ist, dann gehe ich gleich wieder raus, weil das. Nee. Blaue Bockblins. Kann ich darauf verzichten? Da hinten gab es eine Quest mit Pferden irgendwie. Na komm, das schaffst du. Ja. Ignoriert mich, ignoriert mich. Yin-Yo-Schrein. Überspringen. Was war das für einer? Bitte sei human. Sei kein Kampfdungeon. Ich glaube, du warst einer. Ruhe und Bewegung. Yin-Yo-Schrein. Okay, es war keiner. Ruhe und Bewegung, dann war das der. Ach halt. Das ist Bullshit, was ich gerade mache. Das habe ich damals auch nicht so gemacht. Halt. Der Bogen. Gut. Okay. Fuck, daneben. Na komm schon, Kugel. Komm zu Papa. Gut, und jetzt. Wie oft habe ich dagegen geschossen? Okay. Viermal war zu viel. Oh, die schönen Pfeile. Gehe zweimal. Zweimal ist auch zu viel? Wie viele Pfeile habe ich noch? Sechs. Ich brauche Rubine. Ja. Das war damals irgendwie eleganter. Was für den Hardpoint noch geil gewesen wäre, war irgendwie alles gespiegelt. Ihr wart da damals nicht, da bin ich mir sicher. Ihr könnt mir sagen, was ihr wollt, aber ihr wart da damals nicht. Oder? So. What? Ach, die Kiste war hier, oder? Ja.
Ich weiß wieder, wie das hier war. Genau, ich musste mit den Steinen mitgehen. Jetzt aber erst die Kiste haben. Und so. Und Opal. War's das dann jetzt? Ja, das war's mit den Kisten hier. So. Komme ich noch mit dem mit? Ne, das kann ich vergessen. Und ich sollte mal was essen. So. Ich könnte euch natürlich um Stasis einfrieren. Das wird ja relativ unbequem. Warte, ich muss dich doch einfrieren. Ah, renn. So, und jetzt habe ich zwischen euch hierher balancieren. Bis ich den nächsten Stein nehmen kann. Jo. Laufbahn Extreme, würde ich sagen. Und einfach fallen lassen und rollen lassen. Hui. Ah, mir fällt ein, wo noch ein Schrein war. Kann ich auch noch holen. Das ist zwar, ja. Ja, der Erkundungsaspekt fällt jetzt ein bisschen weg. Ein bisschen. Ja, gut. Ich habe aber nie gesagt, dass ich erkunden möchte. Oh, ich nehme seit 2 Stunden 15 auf. Holy shit. Ich rede auch schon seit 2,5 Stunden fast nonstop wieder. Es ist so ungewohnt, aber irgendwie auch vertraut. Was geht schneller? Eigentlich, wenn ich mich wieder hierher teleportiere? Ach, Nebenaufgaben. Jetzt kriege ich die alle hier freigestellt, weil ich hier unten bin. Ah. Ja, die mache ich gleich noch alle. Beziehungsweise, was ist alle? Ich versuche, eine bestimmte Rüstung zusammenzukriegen. Wenn ich die habe, ja, ist ein bisschen cheaten. Wobei, man kriegt den Hardmode per DLC. Und auch nur per DLC kann man diese Rüstung bekommen. Und da man die Rüstung im DLC kriegen kann, im Hardmode, ist das für mich jetzt dann doch kein Cheaten mehr. Gut, man muss dazu auch sagen, man muss schon was dafür tun, dass man dann die bekommt. Man muss eindeutig schleichen und ausweichen können. Und na komm, opfern wir die Feuerpfeile. Für den scheiß Krog, der hier drunter ist wahrscheinlich. Ach komm. Du hast mich jetzt 4 Feuerpfeile gekostet. Die kosten Schweinegeld. Höp. Gut. Denn da unten ist schon der nächste Schrein. Ihr seid neu. Oh fuck. Ich kann da stehen. Oh Gott. Hab ich ein Schwein. Oh, der hat Eispfeile gehabt. Und Stachelbockbogen. Und da ist noch ein Krog. Okay. Das ist nice.
Aber wo sind die Kisten hin? Ihr könnt mich mal, ihr könnt mich mal, ihr könnt mich mal. Du auch. So. Ja gut, Dip-dip-dip. Immerhin habt ihr alle unterschiedliche Gesichter mit euren Blättern. Aber wo ist jetzt meine Kiste? Ich weiß, dass die Plattform noch eine Kiste hat. Habe ich den wohl erwischt? Tatsache. Okay, Kisten gehen unter. Zumindest die von den Flugplattformen. Ich hasse, wenn das passiert. Nebenbei, wir sind nicht mehr bei Eisgegenden, dementsprechend nehmen wir dich mal wieder an. Du bist ein bisschen stylischer. Wo bist du in der Kiste? Nö. Hier treibt keine Kiste mehr. Dabei wollte ich eigentlich mit dem Sprungangriff gerade da oben den Bubblin eigentlich nur von der Plattform kicken. Sowas werden wir sehr oft machen momentan, zu Anfang. Es ist überhaupt nicht nervig, immer wieder springen und erzeugen. Oh, jetzt hätte ich gerne Elektropfeile. Kann ich eigentlich? Ich kann das. Oh, toll. Du backst da interessant rum. So. Kann ich jetzt hier langlaufen ein bisschen? Ja, das passt. Gut. Da oben ist noch ein Krok, aber da kletter ich jetzt nicht hin. Da Kaso-Schrein. Und das ist los, okay. Ja, das Teleportieren ganz zu Anfang ohne Begrenzung ist halt echt so ein bisschen Exploiting. Zumindest was die ersten Early der Schreine angeht. War das ein Kampfschrein? Ich glaube, das war ein Kampfschrein, oder? Kann das sein? Kraftprobe leicht. Okay, ich versuch's einmal. Die Kraftprobe leicht sollte halbwegs machbar sein. Habe ich keine Pfeile ausgerüstet? Ich habe keine Pfeile mehr, okay. Aber ich habe die beiden Soldatenbögen. Ach, du machst jetzt schon den Move. Okay, aber du bekommst Schaden von mir, das ist gut. Bock, das trifft mich gleich. Oh, du hast schon wieder den Move. Hier, nimm die Säule mit. Du wolltest gerade außen rumgehen, willst mich verarschen. Ich hätte was kochen sollen. Zu Anfang. Dass ich den noch getroffen habe.
Fuck. Ich meine, einzelne Zutaten habe ich ja genug. Das Problem habe ich ja nicht. Jetzt machst du deinen Drehmove, oder? Achso, ja gut, jetzt kann ich easy. Ach, jetzt machst du den Move. Okay. Dein Laserstrahl. Kann man nichts mehr haben. Und ich bekomme deine Wächterlanze, die extrem schwach ist. Aber ich nehme sie. Okay, Kraftprobe leicht. Kann man easy abschließen. Antike Feder, die brauche ich später. Antike Achse. Ja. Kann sich blicken lassen, so. Kann ich den schwachen Bogen anlegen? Ich habe jetzt echt keine normalen Pfeile. Und ich habe keine Waffen mehr jetzt. Oh Gott. Waffenmangel. Wenn ich wenigstens Pfeile hätte. Komm, lass eine Waffe drin sein. Und antiker Reaktorkern. Nice. Brauche ich zwar jetzt noch nicht, aber später. Ich bin auch gespannt, wie das Bild optisch aussieht mit der Variable mit Rad, mit der ich aufnehme. Überspringen, ja. Flammenborn. Das Volk der Shika soll diese Energiespeicher gebaut haben, deren blaue Flamme seit 10.000 Jahren nicht erloschen sind. Achso, okay. Das Spiel sagt mir irgendwelche Sachen, die man eigentlich zu Anfang gar nicht als Wissen braucht und die auch eigentlich relativ unwichtig sind, im Verhältnis gesehen. So. Gut, dann gehe ich jetzt aber wieder da ein. Dann habe ich die beiden Schreine, die im Canyon-Gebiet relativ dicht sind, gemacht. Das habe ich damals zum Beispiel gar nicht gemacht. Die wollte ich damals machen, bin aber damals echt Richtung Berge direkt gegangen. Und habe die halt dann irgendwann mal geholt. Weil ganz zu Anfang habe ich halt auch nie das Teleportieren genutzt. Höchstens zu einem Dorf oder so. Oder zwischen Dörfern hin und her. Aber so aufs Gesamte gesehen habe ich mich eigentlich nie geportet. So, jetzt bist du aber langsam da, oder? Na, geht doch. Ui, du hast mich entdeckt. Ja. Wer guckt auch nach dem Tutorial nochmal hier rein? Ganz im Ernst. Komm. Wegwerfen. Okay. Meine einzige Waffe ist eine Wächterlanze. Yay. Jetzt will ich auch eigentlich noch Ivorok hier mitnehmen, dann war's das. Also brauche ich eh den. Das sieht alles so dicht aus in gewisser Weise. Also wir sehen zum einen da hinten was rumkriechen. Es ist kein Geheimnis, wenn ich sage, dass das ein Titan ist. Und wir sehen. Wo ist es denn jetzt? Eigentlich sieht man da vorne auch noch einen Vogel rumfliegen. Und dann mal Titan. Ne, die sieht man nicht von hier. Gut. Den Grog habe ich. Der in der Klippe ist auch noch ein Grog, aber. Da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Hier unten drin ist noch einer. Yep. So. Ui, du hast mich entdeckt. Ich bräuchte eigentlich ein paar Ausdauerlänge, muss ich sagen. Den müsste ich jetzt ja auch suchen. Beziehungsweise Ausdauer Honig geht auch. Ja, ich habe nur die Pfeile.
Okay, ich habe es geschafft, die Bienen mit einem Hammer abzuwehren. Hier sind nur Hyrule-Pilze. Okay, damals habe ich mich erschreckt bei dem hier. Hallo, Ivarok. Seine Musik ist übrigens geil. Aber ich hatte beim ersten Mal damals auch extreme Probleme mit dem. Und habe ihm kaum Damage gemacht. Aber wenn man die richtigen Waffen hat, dann geht das ganz einfach. Bam, bam. Okay, 6 bis 7 Hits. Bernstein ist 30 Rubine wert. Rhodonit ist 110 Rubine wert. Gut. Willkommen zum Boss, den man farmen kann für Geld. Auch dieses Spiel hat einen, wie sehr viele andere Spiele auch. So. Hole ich jetzt da hinten noch den... Ja, ich weiß nicht. Ich renne nochmal hier rum und gucke, ob ich noch ein paar Ausdauerlänge finde. Ja. Spurtechse. Dich will ich haben. Merken, ich brauche Pfeile. Gegen euch will ich nicht kämpfen. Nein, du siehst mich nicht. Gibt's hier noch? Ja, hier bin ich richtig schon mal. Für eine Sache. Das ist gut. Hol ich den jetzt oder hol ich den nicht? Da oben ist er nämlich. Ich geh ihn holen. Dup-di-du. Dup-di-du. Gab's hier Gegner? Ich weiß, dass da unten in der Kluft Gegner sind. Hyrule krass. Die Lanzen halten übrigens nicht viel aus. Die sind echt für Range Damage, sind die praktisch. Konnte ich euch... Ich gehe da eh nicht hin. Also, nee. Ich könnte die jetzt da runterkullern lassen. Und da irgendwas anzünden wahrscheinlich, aber... Ich kämpfe eh nicht gegen die und die regenerieren sich. Und solange ich keine vernünftigen Waffen habe, brauche ich sie nicht versuchen. Ich meine, der Speer ist zwar schön und nett, aber... Jetzt nicht... Langlebig. Was rufen die hier durch die Wohnung um 1 Uhr nachts? Hopp, hopp. Und einsetzen. Ich glaube, ich werde aber gleich irgendwann mal die Aufnahme mal beenden. Ich bin fast seit 3 Stunden dabei. 2,5 jetzt, um genau zu sein. Ach, ich kann das Feuer nutzen und das anzünden hier. Okay. Was da vorne war. Da ist der Weg zur Brücke und da ist auch ein Schrein um die Ecke. Ach, und war das nicht auch hier? Ja, das war hier. Okay. Hier könnten sie eins ihrer Exklusivpferde holen. Hi. Eigentlich sollte ich hier noch gar nicht sein. Stall der Ebene. Dich will ich nicht sprechen. Du willst Luxus für, das weiß ich. Du willst mir die Pferdequest geben. Die will ich aber auch nicht. Eigentlich will ich hier gar nichts momentan. Doch. Wenn ich nämlich hier bin, kann ich nämlich meinen Link-Ami benutzen von Smash Bros. Und tada! Yay! Erster große Minuspunkt dieses Spiels. Man kriegt Epona als Pferd nur mit Amiibo. Es gibt gute andere Pferdealternativen. Aber Epona ist halt Epona. Stall, erstes Mal hier, oder? Ja, Ställe funktionieren, ja, ich weiß Bescheid. Dann fragen wir mal anders. Willkommen in unserem Stall. Wenn du ein Wildpferd gefangen hast, ja, falls du übernachten möchtest, finde ich in.
Registrieren. Sehr gern. Bitte prüfe einmal, ob das richtig ist. Neues Pferd. Möchtest du dieses Pferd registrieren? Stärke, Tempo, Ausdauer 4. Temperament ruhig. Zuneigung Max. Ja, ist richtig. Vielen Dank für die Registrierung. Nee. Für die Registrierung heben wir eine Gebühr von 20. Oh. Moment. Moment. Ich hab da was vergessen. Rennt hier rein zufällig Terry rum? Hockt der gerade da drinnen? Ja, es gibt Terry in diesem Spiel. Hallo? Da hinten ist er. Oh Gott. Gott sei Dank. Terry, ich brauche Rubine. Komm her. Ich möchte mein Pferd registrieren. Na komm. Mein Rucksack und ich. Hallo, ich kann mich nicht erinnern, Sie schon mal getroffen zu haben. Freut mich. Ich bin Terry und dieser Rucksack in Käferform ist mein Markenzeichen. Auch in gefährlichen Zeiten wie diesem bin ich stets im Dienst meiner Kunden unterwegs. Ich biete besondere Insekten und Ausrüstung für Reisende an, zu tollen Preisen. Und sollten Sie selbst etwas zu verkaufen haben, bin ich ebenfalls für Sie da. Für Edelsteine und dergleichen mache ich Ihnen einen guten Preis, also immer her damit. Wie kann ich Ihnen also heute behilflich sein? Verkaufen. Einmal sortieren und Edelsteine. Du hast den gleichen Standardpreis wie jeder andere Händler auch in diesem Spiel. Das waren uns dann 420 Rubine. Ja. Graf vom Plateau runter und direkt erstmal Geld scheffeln hier bei Terry. 240 Rubine. Ja. So muss das. Und nimm mal meine Rubine auch noch. Die brauche ich. Die habe ich im ganzen Spielverlauf nicht gebraucht. Außer für die Amulette. Und die braucht man sowieso nicht. Der Reaktorkern wäre 80 nur, okay, den halte ich. Ja, kaufen, du hast Pfeile, das weiß ich. Vorrat 20. Einmal alle kaufen, bitte. 120 Rubine. Ah, ja, die Maxi-Schrecke und die Spurtkröte. Die nehme ich auch noch mit beide. Das sind nochmal 80. Wenn ich dann nämlich gleich einen Topf habe, dann kann ich die Ausdauerschrecken nämlich zu Ausdauertränken machen. Ich danke Ihnen. Irgendwie zu Diensten? Nein. So. Einmal sortieren wieder. Hallo, Epona, wieder da. Ich hab Geld. Was? Was? Wow. Ruhig, Mädchen. Ruhig. Sprechen. Willkommen in unserem Stall. Wildpferd. Übernachten. Registrieren. Yep, ist richtig. Vielen Dank. Für die Registrierung geben wir ja 20. Bitte gib einem Pferd deinen Namen an. Kann das sein? Das ist das legendäre Pferd Epona. Es wäre nicht richtig, hier einen anderen Namen zu geben. Darf ich Epona lassen? In Ordnung. Die Registrierung ist abgeschlossen. Möchtest du mit diesem Pferd gleich weiterreisen? Pferd mitnehmen. Ja. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ach übrigens, falls du in der Ferne unterwegs getrennt werde, pfeif einfach, ja. Und wenn ich es ganz verliere, ich weiß, wo ich es wieder bekomme. Halt, Epona, ich möchte kochen. So. 1, 2, 3. High-Level-Monster-Komponenten. Doppelherz. Weglegen. 1, 2, 3. Kochen. Ausdauermedizin für fast ein ganzes Rad. Das passt so. Und wieder rein da. Okay, ich hatte gerade einen kritischen Hit offenbar. In die Hand. Ja. Machen wir mal zwei davon. Okay. In die Hand, alle drei Sportkröten. Rein da. Sportmedizin. Fiber Barsch. Die füllen sechs. Ja, komm. Zwei davon reichen immer. Rein da. Fischspieß, vier Herzen. Und Fischspieß, vier Herzen. Und nochmal zwei Stück. Weil mehr als das lohnt sich eh nicht bei nur drei Herzen.
damit eine ganze Weile drei Herzen haben werden. Umso besser.